Freunde, Afrin ist besetzt. Afrin wird seit dem 20. Januar von der türkischen Armee und den islamistischen Verbündeten der Türkei angegriffen. Wir protestieren hier heute auf den Straßen Berlins, genauso wie an vielen, vielen Orten auf der ganzen Welt heute, an den Global Action Day für Afrin. Wir protestieren gegen die türkische Besatzung des nordsyrischen Kantons Afrin. Wir protestieren gegen die Verbrechen, die die Türkei heute in unserer Heimat in Kurdistan begeht. Wir protestieren gegen den Bruch des Völkerrechts. Wir protestieren gegen die Menschenrechtsverbrechen. Und wir protestieren gegen die zahlreichen Brüche des Kriegsrechts, den die Türkei gemeinsam mit ihren islamistischen Verbündeten heute in Afrin begeht und in den letzten Wochen zahlreich begonnen hat. Es sind Hunderte von Zivilistinnen und Zivilisten getötet worden von der türkischen Luftwaffe, von der Artillerie und den Soldaten der Türkei. Es sind ca. 800 Freundinnen und Freunde der YPG und YPJ, der KSD, gefallen. Wir gedenken heute auch allen Menschen, die in Afrin die Menschlichkeit, die Freiheit und den Frieden verteidigt haben und weiterhin verteidigen. Biji berhudana Afrine! Biji berhudana Afrine!